Sehr geehrte Damen und Herren, als Direktorin der Stiftung Topographie des Terrors begrüße ich Sie sehr herzlich zu unserer Online-Führung durch unsere Sonderausstellung Deutschland 1945, die letzten Kriegsmonate. Das Angebot richtet sich an alle, die aufgrund der Corona-Pandemie das Dokumentationszentrum Topographie des Terrors nicht besuchen können oder die sich auf einen Besuch vorbereiten möchten. Die Ausstellung Deutschland 1945 wurde vor 5 Jahren unter der Leitung von Professor Andreas Nachama erarbeitet und wird jetzt anlässlich des 75. Jahrestags des Kriegsendes erneut im Dokumentationszentrum präsentiert. Sie zeigt, wie Menschen in Deutschland das Kriegsende erlebt haben. Der Terror des Deutschen Reiches verstärkte sich in den letzten Wochen und Monaten des Zweiten Weltkriegs gegen die politisch und rassisch verfolgten Gruppen. Eine immer größere Zahl an Menschen starb aufgrund von gezielten Tötungsmaßnahmen oder infolge der katastrophalen Arbeits- und Lebensbedingungen in den Konzentrations- und Vernichtungslager. Der Terror richtete sich aber nun auch zunehmend gegen die übrige Bevölkerung, die zur Fortsetzung eines aussichtslosen Krieges gezwungen wurde. Standgerichte ahndeten ab Februar 1945 auch kleinste Vergehen mit dem Tode und Städte wurden rücksichtslos zu Festungen erklärt. Nach Adolf Hitler sollte Deutschland entweder siegen oder untergehen. In diesem Kontext darf nicht vergessen werden, dass große Teile der deutschen Bevölkerung den Aufstieg Adolf Hitlers erst ermöglichten. Der vom nationalsozialistischen Deutschland mit dem Angriff auf Polen im September 1939 begonnene Zweite Weltkrieg wurde als Angriffs- und Vernichtungskrieg geführt, der in Europa mindestens 55 Millionen Menschen das Leben kostete. Zentraler Ort der Planung und Koordination zahlreicher Verbrechen waren die Dienststellen der SS-Führung, Gestapo und dem SS-Nachrichtendienst SD auf dem Gelände des heutigen Dokumentationszentrums Topographie des Terrors. In der Dauerausstellung vor Ort oder in der Kuratorenführung auf unserer Webseite können Sie sich darüber informieren. Ich wünsche Ihnen nun eine interessante Online-Führung durch die Sonderausstellung Deutschland 1945, die letzten Kriegsmonate mit der Kuratorin Dr. Claudia Steuer. Mein Name ist Claudia Steuer, ich bin die Kuratorin der Ausstellung Deutschland 1945, die letzten Kriegsmonate und ich lade Sie herzlich ein, mich auf diesem virtuellen Rundgang durch die Ausstellung zu begleiten. Die Ausstellung ist spiralförmig aufgebaut. Die anfangs hellblauen Ausstellungstafeln werden immer dunkler, je weiter wir in die Ausstellung hineingehen und brechen am Ende sogar aus ihrer reihenförmigen Anordnung aus. Sie symbolisieren das in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs immer größer werdende Chaos in der nationalsozialistischen Kriegsgesellschaft, den immer schnelleren Zusammenbruch des Regimes. Dieser Zusammenbruch war bis zuletzt mit umfassendem Terror und einschneidenden, teils flächendeckenden materiellen Zerstörungen eines ohnehin bereits stark zerstörten Landes verbunden. Am Ende lag nicht nur Deutschland in Trümmern, sondern es lagen große Teile Europas in Schutt und Asche. Viele Millionen Menschen hatten als Folge des vom nationalsozialistischen Deutschland entfesselten Angriffs- und Vernichtungskrieges ihr Zuhause, ihre Existenz und ihr Leben verloren. Wahrscheinlich haben auch die beiden Männer auf diesem im April 1945 in Berlin aufgenommenen Foto ihr Zuhause verloren. Sie sitzen auf der Straße im Schutt, umgeben von ausgebombten Häusern und Trümmern, auf einer Kommode, deren Türen fehlen. Das Bild des sowjetischen Fotografen Jewgeni Chaldei steht für die deutsche Gesellschaft der letzten Kriegsmonate, eine Zusammenbruchsgesellschaft, wie es der Historiker Christoph Klessmann genannt hat. Die letzten Monate des Krieges und das Kriegsende selbst wurden von der deutschen Bevölkerung sehr unterschiedlich erlebt. Menschen, die aus rassischen oder politischen Gründen verfolgt wurden, erlebten es ganz anders als überzeugte Nationalsozialisten. Die Stadtbevölkerung anders als die auf dem Land lebenden Menschen.
Das Erleben war abhängig von der gesellschaftlichen Stellung, der politischen Einstellung, von Alter und Geschlecht, der Region, in der man lebte, und ob der Wohnort von Soldaten der Roten Armee oder Soldaten der Westalliierten besetzt wurde. Und das Erleben war abhängig davon, ob man sich bei Kriegsende von Krieg, Hunger und Todesgefahr befreit fühlte oder als gedemütigter Besiegter sah. Die Ausstellung versucht einen Einblick in die Bandbreite dieser ganz unterschiedlichen, sehr gegensätzlichen Erlebenswelten zu geben. Zeitlich setzt die Ausstellung Weihnachten 1944 ein. Es ist das sechste Weihnachtsfest seit Beginn des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1939. Wir sehen zwei Fotos. Das erste, eine von einem Verwandten gemachte Privataufnahme, zeigt den Weihnachtsabend bei Familie Grassmann in Aumühle. Die Familie hat sich um den Weihnachtsbaum versammelt. Geschenke sieht man nicht. Es steht auch kein Weihnachtsessen auf dem Tisch. In der Bildmitte Mutter Ilse, umringt von ihren drei Kindern. Martin, 13 Jahre, sitzt aufrecht und angespannt auf seinem Stuhl. Die 7-jährige Renate hat die Arme um die Mutter gelegt. Der 3-jährige Justus Günther sitzt auf dem Schoß der Mutter. Abseits der Vater, Kurt Grassmann. Er ist gerade noch am rechten Bildrand zu sehen, ganz knapp. Kurt Grassmann, bislang als Leiter eines kaufmännischen Betriebes vom Wehrdienst zurückgestellt, hat gerade seinen Einberufungsbefehl erhalten. Nach Weihnachten wird er zur Wehrmacht eingezogen. Ein Familienmitglied fehlt auf diesem Bild, der 18-jährige Werner. Er ist seit Februar 1944 als Soldat in Dänemark stationiert. Familie Grassmann steht, wie Millionen andere auch, vor einer sehr ungewissen Zukunft. Die zweite Aufnahme, für die nationalsozialistische Bildpropaganda gemacht, zeigt einen Volkssturmmann, eine Panzerfaust im Arm, neben einem Weihnachtsbaum. Im Hintergrund sind aufgestellte Gewehre zu sehen. Er trägt Wintermantel und Mütze, um sich vor der Kälte zu schützen. In der Hand, die in einem dicken Handschuh steckt, hält er einen Brief seiner Familie, den er zu lesen scheint. Die Botschaft, die von diesem Propagandafoto ausgeht, ist klar. Die Soldaten werden durch ihre Lieben unterstützt, damit sie für ihre Familien und für das nationalsozialistische Deutschland kämpfen. Die beiden Aufnahmen von Weihnachten 1944 haben einen unterschiedlichen Entstehungskontext und unterschiedliche Botschaften. Doch beide vermitteln gleichermaßen einen Eindruck von Ungewissheit und Sorge vor der Zukunft. Und diese Sorge, sie war berechtigt. Schon seit langem war abzusehen, was nun für jedermann offenkundig wurde. Der Krieg war für das Dritte Reich Adolf Hitlers verloren. Die letzte deutsche Großoffensive in den Ardennen stand vor dem Scheitern. Bereits im Oktober 1944 war Aachen als erste deutsche Stadt von der US-Armee eingenommen worden. Im Westen standen die Westalliierten überall an den Grenzen des Deutschen Reiches. Die amerikanische und die britische Luftwaffe flogen unablässig Luftangriffe auf deutsche Städte und Rüstungszentren und zerstörten endgültig die nationalsozialistische Kriegswirtschaft. Im Osten bereitete sich die Rote Armee auf ihre Schlussoffensive vor. Der Krieg war verloren. Doch zur bedingungslosen Kapitulation waren Adolf Hitler und die NS-Führung zu keiner Zeit bereit. Wir kapitulieren nicht, niemals. Wir können untergehen, aber wir werden eine Welt mitnehmen. Dieser Satz Adolf Hitlers aus dem Jahre 1945 steht für diese letzten 5 Monate des Zweiten Weltkrieges in Europa. Monate, die von umfassenden Zerstörungen, dem Zusammenbruch der nationalsozialistischen Kriegsgesellschaft, grenzenlosem Leid und schrankenlosem Terror geprägt waren. Terror, der sich teilweise auch gegen die deutsche Zivilbevölkerung richtete.
Anstatt zu kapitulieren, ergriff die nationalsozialistische Regierung eine Reihe teils bewährter, teils neuer Maßnahmen, um die Bevölkerung zur Fortsetzung des Krieges anzuhalten. Bereits im Oktober 1944 hatte sie die letzten Kräfte mobilisiert und den Volkssturm ins Leben gerufen. Volkssturm bedeutete, dass sich alle Männer im Alter von zunächst 16 bis 60, seit Anfang 1945 sogar von 16 bis 70 Jahren, die noch nicht zur Wehrmacht eingezogen worden waren, weil sie beispielsweise in kriegswichtigen Betrieben arbeiteten oder weil sie zu jung, zu alt oder kriegsversehrt waren, bei den örtlichen Stellen zum Einsatz zu melden hatten. Sie sollten die Wehrmacht im Kampf gegen die Armeen der Alliierten unterstützen. Diese beiden Fotografien der nationalsozialistischen Propaganda zeigen die Ausbildung von Angehörigen des Volkssturms, auch von Frauen, an der Waffe. In der Realität waren die ungenügend ausgebildeten Einheiten des Volkssturms jedoch ohne ausreichende Bewaffnung und Munition. Die Journalistin Ruth Andreas Friedrich notierte am 21. Januar 1945 in ihrem Tagebuch: Man setzt sie bloß ein, um Lücken zu stopfen. Leichenwelle gegen alliierte Panzer. Breit angelegte Propagandakampagnen mit Berichten über neue, sogenannte Wunderwaffen wie die Flugbomben V1 und V2 oder düsengetriebene Strahljäger der Luftwaffe sollten in der Bevölkerung die Hoffnung auf die angeblich unmittelbar bevorstehende Kriegswende nähren. Parolen wie Front und Heimat kennen nur ein Ziel, Kampf bis zum Sieg, sollten den Durchhaltewillen stärken, waren jedoch zusehends ohne Überzeugungskraft für die Mehrheit der Deutschen, die tagtäglich mit der Zerstörung ihrer Städte und Wohnungen, ihrer materiellen Existenz und dem Verlust von Angehörigen, Freunden und Bekannten konfrontiert waren. So wie diese nach einem Bombenangriff obdachlos gewordenen Berlinerinnen und Berliner. Auf den Beginn der sowjetischen Winteroffensive am 12. Januar 1945 reagierte Propagandaminister Joseph Goebbels mit einer groß angelegten antibolschewistischen Kampagne. Angsteinflößende Plakate und Schlagzeilen wie Morden, Plündern, Schänden, Sengen sollten die in der Bevölkerung ohnehin schon vorhandenen Ängste vor den Soldaten der Roten Armee schüren und ihre Kampfbereitschaft stärken. Die Kampagne war durchaus erfolgreich, denn Soldaten der Roten Armee gingen im Osten vielerorts brutal gegen die Zivilbevölkerung vor. Dem vorausgegangen war ein von der deutschen Wehrmacht über 3 Jahre erbarmungslos geführter Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion. Zwischen 1941 und 1945 starben über 27 Millionen Sowjetbürger im Kontext dieses Krieges. Die Berichte der deutschen Propaganda über angebliche oder tatsächliche Gewalttaten der Roten Armee verstärkten Anfang 1945 den Kampfgeist der Wehrmacht an der Ostfront, lösten aber auch eine Massenflucht der deutschen Zivilbevölkerung nach Westen aus. Millionen Deutsche flohen Anfang 1945 aus Ostpreußen bei Temperaturen weit unter 0 Grad auf vereisten Straßen und über das gefrorene frische Haff oder die kurische Nehrung vor der Roten Armee nach Westen. Zehntausende kamen dabei ums Leben. Aus Angst vor den Soldaten der Roten Armee wählten ganze Familien den Freitod, wie diese Äußerung einer Verwaltungsangestellten aus dem pommerschen Schönlanke belegt. Ich zitiere: Aus Furcht vor den Bestien aus dem Osten haben viele Schönlanker ihrem Leben ein Ende gemacht. 500. Ganze Familien sind dadurch ausgelöscht. Tatsächlich bedrängten und vergewaltigten Angehörige der Roten Armee in den letzten Kriegsmonaten viele deutsche Frauen und Mädchen. Wie viele betroffen waren, lässt sich nur annähernd schätzen. In der historischen Forschung schwanken die Annahmen erheblich von etwa 500.000 bis zu rund 2 Millionen Vergewaltigungsopfern. Die sexuellen Übergriffe fanden, wie auf diesem Foto aus Leipzig,
oft in aller Öffentlichkeit statt, nicht selten vor den Augen von Familienangehörigen. Mancherorts wurden die Soldaten der Roten Armee jedoch als Helfer erlebt, die die Bevölkerung mit dem Lebensnotwendigsten versorgten. Auf diesem Foto beispielsweise verladen sowjetische Soldaten im April 1945 Kartoffeln für die Wiener Bevölkerung. Auch gegen die Westalliierten entfachte Propagandaminister Joseph Goebbels eine ähnliche Gräuelkampagne. Sie war bei weitem nicht so erfolgreich wie die gegen die Rote Armee gerichtete Propaganda. Amerikaner, Briten und Franzosen wurden zumeist als Befreier erlebt, zumal Übergriffe auf die Bevölkerung seltener waren und oft hart geahndet wurden. Diese Aufnahme zeigt einen in einem Jeep sitzenden US-Soldaten, der Süßigkeiten an Kinder verteilt. Eine Erinnerung, die bis heute von vielen Zeitzeugen und Kriegskindern geteilt wird. Die aus Hessen stammende Betty Key beschrieb dies 1945 so: Dunkelhäutige Soldaten der 5. US-Armee verteilen Süßigkeiten an die herumlungernden Mädchen und Buben. Ihnen ist immer gesagt worden, wenn die Amis kommen, bringen sie euch alle um. Nun stehen sie hier fröhlich um die Panzer und dürfen sogar auf ihnen herumklettern. Deutsche Städte ließ Adolf Hitler zu Festungen erklären, die bis zum letzten Mann verteidigt werden sollten, wie dieses Plakat mit der Aufschrift »Frontstadt Frankfurt wird gehalten« belegt. Doch nicht alle vor Ort Verantwortlichen befolgten diese Befehle. Rudolf Petershagen, Kampfkommandant von Greifswald, widersetzte sich dem Befehl. Er verhandelte mit der Roten Armee und übergab ihr die Stadt am 30. April 1945 kampflos. So blieb Greifswald nahezu unzerstört und seine Bürger von Übergriffen sowjetischer Soldaten meist verschont. Für diesen angeblichen Verrat verurteilten die Nationalsozialisten Petershagen zum Tode. Doch dieser befand sich seit der Übergabe der Stadt Greifswald in sowjetischer Kriegsgefangenschaft, aus der er erst 1948 zurückkehrte. Ganz anders verhielt es sich dagegen in der Stadt Breslau. Am 21. Januar 1945 erklärte der Gauleiter Karl Hanke hier im Bild bei der Vereidigung von Volkssturmeinheiten die Stadt zur Festung. Frauen und Kinder hatten Breslau umgehend zu verlassen. Sie sollten sich den vorbeiziehenden Flüchtlingstrecks anschließen. Die Männer mussten bleiben. Wer sich Hankes Anweisungen widersetzte, wurde von eigens eingesetzten Standgerichten wegen Sabotage oder Feigheit vor dem Feind zum Tode verurteilt und hingerichtet. Monatelang mussten die Breslauer, unter ihnen auch tausende Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene, die von der Roten Armee eingeschlossene Stadt verteidigen. Als Breslau am 6. Mai 1945, einen Tag nachdem Gauleiter Karl Hanke mit einem Flugzeug geflohen war, kapitulierte, war die Stadt ein Trümmerhaufen. Tausende deutsche Einwohner, ausländische Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene bezahlten den sinnlosen Kampf mit ihrem Leben. 43.000 deutsche Soldaten gerieten in sowjetische Kriegsgefangenschaft. Seit Frühjahr 1945 betrieben Adolf Hitler und die nationalsozialistische Führung zudem eine Politik der verbrannten Erde im eigenen Land, um den gegnerischen Truppen keine wirtschaftlichen Ressourcen zu überlassen. Lebensmitteldepots, Industriebetriebe und die Verkehrsinfrastruktur, vor allem Brücken und Kraftwerke, sollten beim Heranrücken der Feinde zerstört werden. Dass dabei zugleich die Lebensgrundlagen der Deutschen zerstört wurden, nahm Adolf Hitler bewusst in Kauf. Da in seiner Weltsicht das deutsche Volk nach der Niederlage in diesem Krieg keine Zukunft mehr hatte. Darüber hinaus kam es in diesen letzten Monaten des Krieges auf deutschem Boden zu einer erneuten Verschärfung des nationalsozialistischen Terrors auch gegen die eigene Bevölkerung.
Plünderungen, das Hören von Feindsendern, das Verbreiten von Feindnachrichten, Verstöße gegen die Verdunkelungsvorschriften, regimekritische Äußerungen, ziviler oder militärischer Ungehorsam und kleinste Abweichungen wurden unnachgiebig bestraft. Standgerichte wurden eingerichtet, die ab Februar 1945 auch kleinste Vergehen mit dem Tode ahndeten. Tausende wurden umgebracht, oft nur wenige Stunden vor dem Einmarsch der alliierten Truppen. So geschehen im württembergischen Dorf Brettheim. Dort erschienen am 7. April 1945 vier mit Panzerfäusten bewaffnete Hitlerjungen. Sie sollten das Dorf gegen die nur noch wenige Kilometer entfernten amerikanischen Truppen verteidigen. Die Hitlerjungen trafen auf den Bauern Friedrich Hanselmann, hier links zu sehen, und den Gemeindediener Friedrich Uhl. Die beiden Männer, die ihr Dorf vor sinnloser Zerstörung bewahren wollten, entwaffneten und vertrieben die Hitlerjungen. Die Waffen versenkten sie im Dorfteich. Doch die Hitlerjungen meldeten den Vorfall. Noch am selben Tag schickte der Befehlshaber des in der Gegend operierenden 13. SS-Armeekorps, Generalleutnant der Waffen-SS Max Simon, den SS-Sturmbannführer Friedrich Gottschalk nach Brettheim. Gottschalk ließ Friedrich Hanselmann festnehmen und den flüchtigen Uhl zur Fahndung ausschreiben. Er setzte ein Standgericht ein, dessen Leitung er selbst übernahm. Das Gericht verurteilte Hanselmann und Uhl wegen Wehrkraftzersetzung zum Tode. Hanselmann wurde am 10. April gehängt. Um den Hals ein Schild mit der Aufschrift: Ich bin der Verräter Hanselmann. Als der Brettheimer Bürgermeister Leonhard Gergstatter, hier links im Bild, und der Ortsgruppenleiter der NSDAP Leonhard Wolfmeier für Hanselmann eintraten und sich weigerten, durch ihre Unterschrift die angebliche Rechtmäßigkeit des Urteils zu bestätigen, wurden sie ebenfalls zum Tode verurteilt und gehängt. 4 Tage hingen ihre Leichen an den Bäumen, um den Hals Schilder mit der Aufschrift: Ich habe mich schützend vor den Verräter Hanselmann gestellt. Wenig später rückten Einheiten von Wehrmacht und SS in Brettheim ein. Sie erklärten das Dorf zu einem Eckpfeiler der deutschen Verteidigung und leisteten den US-Truppen heftigen Widerstand. Als amerikanische Einheiten Brettheim am 17. April schließlich einnahmen, lag das Dorf in Schutt und Asche. Viele Bewohner hatten ihr Leben verloren. Das nationalsozialistische Regime wollte den Eindruck erwecken, dass sich niemand seiner Kontrolle und seinem Terror entziehen könne, auch nicht in den bereits von den Alliierten vom Nationalsozialismus befreiten Gebieten. Das zeigt das Beispiel des Bürgermeisters von Aachen, Franz Oppenhoff. Aachen war Mitte Oktober 1944 von amerikanischen Truppen besetzt worden. Ende Oktober ernannte die Besatzungsmacht den Juristen Franz Oppenhoff zum Bürgermeister und betraute ihn mit dem demokratischen Wiederaufbau der Stadtverwaltung. Für die Nationalsozialisten war Oppenhoff seither ein Volksverräter. Im Auftrag des Reichsführer SS Heinrich Himmler ermordete ein Sonderkommando Oppenhoff am 25. März 1945 im Garten seines Hauses. In noch viel größerem Umfang als gegen die deutsche Zivilbevölkerung richtete sich der Terror des NS-Regimes in den letzten Monaten und Wochen des Krieges jedoch, wie schon in den Jahren zuvor, gegen politische Gegner und rassisch Verfolgte. Sie sollten das Kriegsende keinesfalls überleben. Bis in die letzten Wochen des Krieges wurden Tausende Häftlinge, Kriegsgefangene und Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter ermordet, zumeist durch Angehörige der SS und der geheimen Staatspolizei. Ende 1944 waren mehr als 8 Millionen ausländische Arbeitskräfte, Kriegsgefangene, Konzentrationslagerhäftlinge, Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter in der deutschen Kriegswirtschaft eingesetzt. Sie lebten oft unter erbärmlichen Umständen und mussten gefährliche Arbeiten verrichten,
sowie diese sowjetischen Kriegsgefangenen, die am 20. März 1945 in Hamburg bei der Beseitigung von Bombenschäden eingesetzt wurden. Dieses im Mai 1945 in Kassel aufgenommene Foto zeigt deutsche Zivilisten, die auf Anordnung der amerikanischen Besatzungsmacht die Leichen von 78 italienischen Zwangsarbeitern exhumieren. Am 31. März 1945, wenige Stunden vor dem Einmarsch amerikanischer Truppen, hatten Teile der deutschen Zivilbevölkerung einen auf dem Bahnhofsgelände in Kassel-Wilhelmshöhe stehenden Verpflegungszug der Wehrmacht geplündert. Auf dem Gelände waren auch italienische Zwangsarbeiter bei Aufräumarbeiten eingesetzt. Als die Deutschen die Zwangsarbeiter aufforderten, sich ebenfalls etwas zu nehmen, kamen einige dieser Aufforderung nach. Die Zwangsarbeiter wurden daraufhin wegen Plünderung denunziert. Und der Leiter der Staatspolizeistelle Kassel, Franz Marmon, ordnete ihre Hinrichtung an. 78 Zwangsarbeiter wurden von einem Kommando der Gestapo erschossen. Die überlebenden Zwangsarbeiter mussten die Leichen verscharren. Von den etwa 700.000 Anfang 1945 noch unter der Terrorherrschaft der SS stehenden Insassen der Konzentrationslager starben bis zum Kriegsende in Europa noch mehr als ein Drittel infolge von Unterernährung und Krankheiten oder sie wurden gezielt ermordet. Vernichtungs- und Konzentrationslager wurden beim Herannahen der Armeen der Alliierten von der SS geräumt. Tötungsanlagen und Krematorien teilweise gesprengt oder demontiert, Akten vernichtet und der größte Teil der Häftlinge meist zu Fuß oder in Bahntransporten in andere Lager in noch von den Alliierten unbesetzten Regionen des Reichsgebiets, wie die SS es ausdrückte, evakuiert. Am 14. April 1945 hatte der Reichsführer SS Heinrich Himmler die Räumung des in Bayern liegenden Konzentrationslagers Dachau angeordnet. Daraufhin wurden zwischen dem 23. und dem 26. April mehr als 7.000 Häftlinge in Richtung Tirol verlegt. Dieses von einem Anwohner heimlich aufgenommene Foto zeigt Häftlinge des Konzentrationslagers Dachau, die nach der Räumung des Lagers am 28. April 1945 durch Starnberg getrieben werden. Zum notdürftigen Schutz vor Regen und Kälte haben sich viele Häftlinge eine Decke über den Kopf gezogen. Wer auf den Fußmärschen nicht mehr weiter konnte, wurde in der Regel von den Wachmannschaften erschossen oder erschlagen. Nur wenige Häftlinge erhielten Hilfe durch die örtliche Bevölkerung. Eine von ihnen war Maria Blitz. Dieses 1942 entstandene Foto zeigt sie als 24-Jährige. Die aus Krakau stammende Jüdin war Häftling im Außenlager Heiligenbeil des Konzentrationslagers Stutthof, als SS-Einheiten am 20. und 21. Januar 1945 die ostpreußischen Außenlager Stutthofs räumten. Bei eisiger Kälte trieben Wachmannschaften der SS mehrere tausend Häftlinge ohne jede Winterbekleidung, unter ihnen auch Maria Blitz, ihre beiden Schwestern und ihre Schwägerin, nach Königsberg und von dort an die Ostseeküste. Diese Karte zeigt den Verlauf des Todesmarsches. Bei Palmnicken trieben die SS-Wachmannschaften die Häftlinge an die Küste und begannen, sie zu erschießen. Nur etwa 30 Menschen überlebten. Eine von ihnen war Maria Blitz. Bei Kirpenen, etwa 7 Kilometer vor Palmnicken, gelang ihr die Flucht. Nach dem Krieg beschrieb sie diese Flucht wie folgt. Ich zog die Decke über meinen Kopf und mitten in der Nacht lief ich langsam weg von der Gruppe. Ich ging ganz langsam, schaute nicht zurück. Ich wusste, dass ich nicht rennen durfte, weil das Aufmerksamkeit erregt hätte. Maria Blitz fand bei der Familie Hoppe in Kirpenen Unterschlupf. Ein Arzt entfernte ihr die in den Arm tätowierte Häftlingsnummer.
Sie erhielt falsche Papiere und überlebte als Maria Lotkowska. Weit weniger Glück hatten mehr als 1000 Häftlinge der Konzentrationslager Mittelbau-Dora und Neuengamme. Die Häftlinge, die aufgrund zerstörter Gleisanlagen nicht mit dem Zug weitertransportiert werden konnten, wurden am 13. April 1945 von den SS-Wachmännern in die hier abgebildete Scheune in der Nähe von Gardelegen getrieben. Nachdem die SS-Männer die Tore verriegelt hatten, steckten sie die Scheune unter Mithilfe von Angehörigen des örtlichen Volkssturms und der Feuerwehr in Brand. Nur wenige Häftlinge überlebten, unter ihnen Edward Antoniak. 2 Tage nach dem Massaker berichtete er: Der Boden war mit benzingetränktem Stroh bedeckt. Um 18 Uhr wurde das Stroh in Brand gesteckt. Diejenigen, die versuchten, aus dem Gebäude zu kommen, wurden erschossen und andere Flüchtlinge durch Handgranaten zerfetzt. Am Morgen des 14. April versuchten Angehörige der örtlichen Feuerwehr, des Volkssturms und der technischen Nothilfe auf Anordnung des NSDAP-Kreisleiters die Spuren dieses Massenmordes zu verwischen. Am selben Abend marschierten amerikanische Truppen in Gardelegen ein. Sie entdeckten die verbrannte Scheune und die nur unzureichend verscharrten Leichen und ordneten die Untersuchung des Vorfalls an. Und sie befahlen der männlichen Bevölkerung von Gardelegen, sich auf dem Rathausplatz einzufinden. Dieses Foto zeigt die Männer aus Gardelegen mit hölzernen Kreuzen über der Schulter auf dem Rathausplatz stehen. Auf Anordnung der Amerikaner mussten sie die Leichen der ermordeten Häftlinge zum örtlichen Friedhof bringen, begraben und Kreuze für die Toten aufstellen. Ein Unrechtsbewusstsein seitens der Täter gab es nicht. Das belegt die Aussage von Hermann Holz, dem Leiter einer beteiligten Volkssturmkompanie. Was ich getan habe, erfolgte im Rahmen meiner Pflicht, als Soldat Befehle zu gehorchen. Mit dem Mord habe ich nichts zu schaffen. Auch die Gefängnisse wurden in den letzten Wochen des Krieges geräumt und nicht wenige Häftlinge ermordet. Diese Aufnahme zeigt den Kellergang im sogenannten Hausgefängnis des Geheimen Staatspolizeiamtes in der Prinz-Albrecht-Straße 8 in Berlin im Jahr 1945. Das Gestapo-Gebäude war bei einem US-Luftangriff im Februar 1945 erheblich beschädigt worden. Daraufhin wurde ein Teil der im dortigen Hausgefängnis inhaftierten politischen Gefangenen in das Konzentrationslager Flossenbürg transportiert. Einige Häftlinge wurden dort ermordet, die anderen über das Konzentrationslager Dachau nach Südtirol gebracht. Sie überlebten. Den in Berlin im Hausgefängnis der geheimen Staatspolizei verbliebenen Häftlingen drohte in den letzten Kriegstagen ebenfalls die Ermordung. Unter ihnen war Hans Koch. Der Jurist gehörte der Bekennenden Kirche an. Er unterhielt Kontakte zum Widerstandskreis um Karl Friedrich Gördele und hatte Kenntnis von den Plänen zur Ermordung Hitlers im Juli 1944. Nach dem fehlgeschlagenen Attentat auf Hitler blieb er zunächst unentdeckt. Am 20. Januar 1945 wurde er jedoch von der Geheimen Staatspolizei verhaftet und im Hausgefängnis des Geheimen Staatspolizeiamtes in Berlin inhaftiert. In der Nacht vom 23. zum 24. April 1945 wurde er von Beamten der Gestapo zu einem Trümmergelände in der nahegelegenen Puttkamer Straße gebracht und dort mit weiteren Häftlingen erschossen. Auf diesem Foto ist das Zellengefängnis in der Lehrter Straße in Berlin-Moabit abgebildet. Hier unterhielt die Gestapo einen eigenen Trakt. Auf Anordnung des Chefs der Geheimen Staatspolizei Heinrich Müller wurden in der Nacht vom 22. zum 23. April 1945 16 Häftlinge aus diesem Gefängnis auf ein nahegelegenes Ruinengrundstück geführt und dort durch ein von dem Gestapo-Beamten Kurt Stawitzki geführtes Sonderkommando erschossen. Unter den Opfern dieser Exekution war Albrecht Haushofer. Hier auf einem undatierten Porträtfoto zu sehen.
Der Schriftsteller und Diplomat gehörte einem Widerstandskreis um den ehemaligen preußischen Finanzminister Johannes Popitz an. Seit dem 7. Dezember 1944 war Haushofer im Zellengefängnis Berlin-Moabit inhaftiert. 1946 wurden 80 Gedichte, die er während dieser Haft verfasst hatte, unter dem Titel Moabiter Sonette veröffentlicht. Dies waren einige Ausschnitte aus dem breiten Spektrum individueller Geschichten und Erlebnisschilderungen, die in der Ausstellung Deutschland 1945 die letzten Kriegsmonate gezeigt werden. Der Hauptteil der Ausstellung endet mit der Unterzeichnung der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands in der Nacht vom 8. zum 9. Mai 1945 im sowjetischen Hauptquartier in Berlin-Karlshorst durch Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel, die hier im Bild zu sehen ist. Doch die Ausstellung macht auch deutlich, dass der Krieg an unterschiedlichen Orten zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten zu Ende war. Bereits zwei Tage zuvor, in der Nacht vom 6. zum 7. Mai, hatte Generaloberst Jodl die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht vor Vertretern der Westmächten und sowjetischen Beobachtern in Reims schon einmal unterzeichnet. Sie war am 8. Mai in Kraft getreten. Lediglich auf Wunsch der sowjetischen Streitkräfte musste Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel die Kapitulation in der Nacht vom 8. zum 9. Mai in Karlshorst erneut unterzeichnen. Zu diesem Zeitpunkt war der Krieg in Berlin seit Tagen zu Ende. Dieses Foto zeigt sowjetische Soldaten am 2. Mai in Berlin. Aus den Fenstern der Gebäude hängen weiße Bettlaken als Zeichen der Kapitulation. Im Norden und Süden Deutschlands wurde zu diesem Zeitpunkt noch gekämpft, während in den von den Westalliierten bereits besetzten Teilen West- und Südwestdeutschlands so etwas wie Nachkriegsnormalität herrschte. In der Stadt Aachen beispielsweise, wo der Krieg bereits seit Oktober 1944 beendet war, besuchten die Kinder bereits wieder die Schule. Für den deutschen Marinesoldaten Alfred Geil, hier eine Aufnahme aus dem Jahr 1944, war der Krieg sogar erst am 10. Mai zu Ende. Der 19-jährige Marinefunker war in Dänemark stationiert, als am 4. Mai 1945 die Teilkapitulation der Wehrmacht für den norddeutschen Raum, Dänemark und die Niederlande erfolgte. In der festen Überzeugung, der Krieg sei zu Ende, verließ Alfred Geil am folgenden Morgen mit drei Kameraden seine Einheit, um sich nach Hause durchzuschlagen. Aber die vier Männer wurden verhaftet und zu ihrer Einheit zurückgebracht. Diese verließ am 7. Mai Dänemark per Schiff und erreichte am 8. Mai die in der Nähe von Flensburg gelegene Geltinger Bucht. Am 9. Mai, also am Tag nach dem offiziellen Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa, verurteilte ein Kriegsgericht der deutschen Marine Alfred Geil und zwei seiner Begleiter wegen Fahnenflucht zum Tode. Der dritte erhielt eine dreijährige Zuchthausstrafe. Alfred Geil und seine beiden Kameraden wurden noch am 10. Mai 1945 hingerichtet. In einem Abschiedsbrief an seine Freundin schrieb Alfred Geil: Ich zähle mich ja nun zu den letzten Opfern dieses Krieges. Auch umsonst und sinnlos wie alle anderen Opfer. Vielen Dank, dass Sie uns auf diesem Rundgang durch die Ausstellung Deutschland 1945 die letzten Kriegsmonate begleitet haben. Wir hoffen, dass wir Ihr Interesse geweckt haben und würden uns freuen, wenn Sie uns hier in der Topographie des Terrors besuchen würden. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.